Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Hier nach Ostern heute wieder mit einer Zuschauerfrage. Und es geht, wie du im Titel schon gelesen hast, darum, wie du deine Motivation wiederfindest oder was du machen kannst, wenn du allgemein deine Motivation verloren hast. Wir werden das Ganze jetzt auf einen Frauenbereich beziehen, aber du kannst das Ganze natürlich auch allgemein aufs Leben beziehen. Es gibt ja nicht nur den Frauenbereich, wo Motivation wichtig ist, sondern offensichtlich auch noch andere Bereiche. Und wir schauen uns das Ganze heute mal anhand einer Frage an, die ich vom lieben Dietrich bekommen habe, der natürlich nicht Dietrich heißt. Wenn du deine Frage mal beantwortet haben möchtest, dann kannst du sie mir gerne an die E-Mail-Adresse schicken, die du hier im ersten Link in der Beschreibung findest. Das Ganze ist, wie gesagt, wie du hier am Fall des Dietrich vielleicht auch merkst, ist anonym, von daher überhaupt kein Problem. Du kannst mir einfach deine Situation schreiben und wenn ich glaube, dass sie hier reinpasst, dann nehme ich sie vielleicht hier in die Videos auf. Also, wir fangen mal an. Moin Tim, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Sehr gut. Ich bin Anfang 20, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Das Thema hatten wir ja letztens schon mal. Also kein Stress, wenn du noch sehr jung bist und Anfang 20 ist sehr jung und mit keiner Frau geschlafen. Das ist wirklich kein Weltuntergang. Und seit längerem habe ich keinen Kontakt zu irgendeiner Frau oder allgemein zu Frauen. Und wenn, dann hakt es nur oder es kommt nie zu einem Treffen. Dabei war ich, bis ich 15 war, schon ein kleiner Playboy, der immer viele Frauen um sich hatte. Und seitdem man in den Club gehen kann, habe ich mein Selbstbewusstsein komplett verloren und ich distanziere mich stets nur von Frauen, einfach weil ich mit Sicherheit per Dating-Apps schon 1000 Frauen angeschrieben habe und das ist kein Witz. Also ich gehe jetzt davon aus, du meinst, dass du 1000 Frauen angeschrieben hast und dass dort nichts bei rumgekommen ist und dass auch im Club nichts dabei rumgekommen ist. Also das ist jetzt das, was ich aus dem ersten Teil der Nachricht schließe. Und dazu natürlich erstmal, klar, also wenn man... Also ihr kennt wahrscheinlich meine Meinung zu Club und ihr kennt auch meine Meinung zu Online-Dating. Online-Dating kann sehr gut funktionieren, aber man muss sich wirklich ein gutes Profil machen mit guten Fotos. Und Online-Dating funktioniert gerade dann gut, wenn du sehr, sehr gut aussiehst. Natürlich funktioniert es sonst auch, aber das ist hier ein großer Faktor beim Online-Dating. Club ist so eine Sache, die muss man einfach lernen, die muss man einfach können und da muss man auch schon ein bisschen rein investieren, damit es funktioniert. Club kann sehr schwierig sein und das ist auch der Grund, warum ich mit meinen Teilnehmern in Coachings eigentlich nie Club mache, sondern wirklich mich auf den Alltag fokussiere, auf das Kennenlernen im Alltag. Und das ist auch genau das, was ich dir jetzt erstmal an dieser Stelle empfehlen würde. Also kann ich voll nachvollziehen, dass du hier so eine Art Motivationstief hast. Da kommen wir gleich noch genauer zu im weiteren Verlauf deiner Frage. Also ich kann es verstehen, dass du so ein Motivationstief hast, wenn ich jetzt nur in Clubs unterwegs wäre und ein bisschen Online-Dating probiert hätte, dann hätte ich auch wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Das sind die Sachen, die hat wahrscheinlich jedermann mal probiert, Online-Dating und vielleicht mal was im Club, ne? Weil da macht man das ja so. Und ich kann dir und jedem anderen, der an diesem Punkt ist, wirklich nur empfehlen, geht halt mal raus und sprecht halt mal Frauen im Alltag an. Wenn ihr nicht wisst, wie das gehen soll, kommt ihr zu mir, ich bringe euch das bei. Na, den Link zur Bewerbung zum Coaching habe ich am Ende des Videos drin, ist aber auch erster Link, zweiter Link in der Beschreibung. Aber ihr könnt es auch, wie gesagt, selber lernen, selber probieren, das zu lernen. Und das kann eben viel besser funktionieren als die ganze Club-Geschichte und die ganze Online-Dating-Geschichte. Das ist die erste Sache, die ich hier an deiner Stelle mal ändern würde. Also ich würde wirklich mal aktiv das Frauen im Alltag kennenlernen, lernen, machen und gucken, wie du da klarkommst. Ne? Weil du schreibst ja auch im weiteren Verlauf, mittlerweile macht es mich traurig, mich damit abfinden zu müssen, dass wohl mein erstes Mal mit einer bezahlten Frau sein dürfte und wie kommt man aus einem Motivationsloch wieder raus. Ne? Also in deinem speziellen Fall, Thema Motivationsloch, fang halt mal an, wirklich Frauen im Alltag kennenzulernen, fang halt mal an, dich da wirklich mit auseinanderzusetzen und dann wird das wahrscheinlich funktionieren und du musst nicht mit einer Frau schlafen gegen Geld, damit du dein erstes Mal erlebst, mach dir da keinen Stress. Ich habe im letzten Video schon mal drüber gesprochen, also im letzten Fragenvideo schon mal drüber gesprochen. Du kannst nochmal schauen, das mit der Jungfrau, das Video mit dem noch Jungfrau sein, das trifft vielleicht auch ein bisschen auf dich zu. Und da musst du dir echt keinen Stress machen. Aber wie gesagt, fang an, Frauen im Alltag kennenzulernen, fang an, dich richtig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist sowieso bei ganz, ganz vielen Leuten da draußen so, jetzt mal auf die Allgemeinheit bezogen, dass viele Männer einfach sich nie wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und ja, vielleicht mal in einer Dating-App kurz waren, ein bisschen rumprobiert haben, nicht sofort hat es geklappt, dann waren sie wieder raus. Vielleicht haben sie mal im Club, wenn sie richtig betrunken waren, probiert, eine anzusprechen und wundern sich dann, warum sie nicht die himmelstürmenden Ergebnisse bekommen. Das ist nichts Besonderes, das ist ganz klar und überrascht jetzt auch eigentlich niemanden. Man muss sich schon mit der Sache so ein bisschen auseinandersetzen, man muss schon ein bisschen aktiv sein in der Sache, natürlich diese Videos schauen, natürlich auch ein bisschen rausgehen. Und dann das Ganze auch mal machen, mal eine Frau im Alltag ansprechen, mal mutig sein, sich da überwinden. Aber auch das will gelernt sein. Na, am Anfang wirst du halt nervös sein, am Anfang wirst du die Gespräche nicht gut machen können. Und das auch, ja, gehört auch dazu.
Wenn du also gut werden willst in dieser Sache, musst du da schon ein bisschen rein investieren. Dann musst du dich schon ein bisschen dran gewöhnen und allgemein viel in Kontakt mit Menschen gehen. Also man muss sich klar sein, dass wenn man dieses Thema anpacken will, man generell schon ein bisschen Motivation braucht und generell schon auch bereit sein muss, da ein bisschen Zeit rein zu investieren. Ja, außer du bist das große Naturtalent, aber auch die Naturtalente in dieser Hinsicht sind meistens Männer, die in früherer Zeit, als sie sehr, sehr jung waren, viel mit Frauen kommuniziert haben, auch auf die Flirt-Art und Weise. Du schreibst hier, du warst früher ein Playboy. Ist halt die Frage, wie extrem das da wirklich war oder ob du einfach nur viele Frauen um dich rum hattest. Das ist jetzt nicht unbedingt Playboy sein. Playboy wäre schon der 12-, 13-Jährige, der schon drei Freundinnen hatte und schon ganz viele Frauen geküsst hat. Das ist wahrscheinlich eher so in die Playboy-Richtung. Aber das sind auch die wenigsten, ne? Mein Job ist ein Männerjob und Frauen sehe ich sonst durch meinen Männerfreundeskreis auch eher weniger. Einmal war ich alleine im Gar feiern, aber da hielt es mich auch nicht lange, da ich nur offen war, neue Kumpels kennenzulernen. Den letzten Satz verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also natürlich musst du offen sein, wenn du feiern gehst, auch neue Leute kennenzulernen und vor allem Frauen kennenzulernen. Wenn du jetzt mit der Absicht, neue Kumpels kennenzulernen, in den Club gehst, dann ist es klar, dass du dort keine Frauen kennenlernst. Du musst schon mit der richtigen Absicht hingehen. Und wenn du in einem Männerjob hast, klassisch IT-Leute kommen ja oft zu mir, oder einem Männerfreundeskreis, was ja auch nicht unnormal ist für Männer, dann ist es umso wichtiger, dass du halt das Frauen kennenlernen im Alltag mal lernst für dich und damit mal anfängst. Das könnte dir da helfen. Generell, wie kommt man aus einem Motivationsloch raus? Jetzt nicht nur auf dieses Frauenthema bezogen, sondern auf alle möglichen Themen bezogen. Ganz oft ist es so, und das sehe ich auch immer wieder in meinen Coachings, dass du hast da eine Sache, die ist ein bisschen schwieriger. Also die erfordert ein bisschen Arbeit und aktive Arbeit von dir. Ne? Das kann dieses Frauenthema sein. Es könnte aber auch sein, dass du dich auf der Arbeit an irgendein schwieriges Projekt setzen musst oder vielleicht beim Studium an irgendeine schwierige Hausarbeit, bei der Schule an irgendein schwieriges Fach, was du lernen musst. Und du hast keine Motivation. Und das liegt daran, also du hast den Eindruck, du hast keine Motivation, was einfach daran liegt, dass du diese riesige Aufgabe vor dir siehst und das Gefühl hast, boah, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie lange dauert das, was soll ich machen, ich habe mich noch in das Thema nicht richtig reingearbeitet. Und das kann manchmal von vornherein sehr, sehr groß und sehr, sehr viel wirken. Und das ist dieses Motivationsloch, was man dann hat, dass man Sachen aufschiebt, dass man nicht anfängt. Und das Beste, was du machen kannst, wenn du so ein Motivationsloch hast, ist erstmal zu erkennen, dass du einfach anfangen kannst und zwar mit ganz, ganz kleinen Schritten. Das heißt, was auch immer du da machst, ne, ganz egal was es ist, such dir erstmal den nächst kleineren Schritt, den du vielleicht gehen kannst, in diese Richtung. Und das muss gar nichts Wildes sein. Nehmen wir mal das Frauen-Ansprechen-Beispiel. Und nehmen wir mal an, du hast das noch nie gemacht. Dann wirkt das natürlich wie eine enorme Sache. Aber dann fängst du eben mit kleinen Sachen an. Dann gehst du eben mal raus und fragst eben mal fremde Leute nach dem Weg oder fragst fremde Leute nach der Zeit. Ne? Wenn du das hinbekommen hast, dann fragst du eben mal oder gehst eben mal zu einer Frau und machst ihr ein Kompliment. Ne? Und wenn du das geschafft hast, gehst du da vielleicht mal einen Schritt weiter und sprichst auch eine Frau aktiv an. Und das kannst du eben auf alle anderen Sachen auch übertragen. Wenn du jetzt an einer schwierigen Hausarbeit sitzt im Studium, dann fängst du eben mal an, über das Thema zu recherchieren. Also du nimmst dir vielleicht, sagst dir, okay, jetzt setze ich mich eine halbe Stunde hin und lese einfach mal in Wikipedia irgendwas über das Thema. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist es wunderbar. Und das ist meistens alles, was es braucht. Wir haben schon mal oder ich habe schon mal in einem Video über diese Thematik geredet. Das Video zu den Mini-Habits, zu den kleinen Gewohnheiten. Du musst mit kleinen Sachen anfangen. Ne? Es gab da dieses Beispiel von dem Mann, der eigentlich gar keinen Bock auf Sport hatte und dann immer jeden Tag eine Liegestütze gemacht hat. Und man kann immer eine Liegestütze am Tag machen. Niemand kann mir erzählen, dass er keine Zeit hat, eine Liegestütze zu machen. Das dauert 3 Sekunden. Jeder kann eine Liegestütze machen. Ne? Und die hat er einfach jeden Tag gemacht, diese Liegestütze. Und irgendwann hat sich da halt eine Gewohnheit draus entwickelt, wo er wirklich dreimal die Woche ins Fitnesscenter gegangen ist. Und dann nicht nur für eine Liegestütze, sondern für eine ganze Einheit. Das heißt, brech, was auch immer du da vor dir liegen hast, was groß erscheint. Und deswegen hast du dieses Motivationsloch, weil es so groß erscheint, weil es so weit weg erscheint. Du siehst die ganze Arbeit, die du noch machen musst. Breche es runter auf kleinere Sachen und wenn es nur eine Liegestütze ist. Na, wenn du jetzt da, Beispiel wieder Studium, da ist das Studium, das geht dann 3 Jahre und dann machst du weiter Master, das geht dann 5 Jahre. Und du siehst nur diese 5 Jahre und diesen Haufen von Arbeit, der vor dir liegt. Aber natürlich kannst du von diesem Standpunkt aus nicht die ganzen 5 Jahre bewältigen. Das ist viel zu viel. Aber du musst ja auch gar nicht die 5 Jahre bewältigen. Du musst ja auch vielleicht nur dieses eine Fach, diese eine Vorlesung, die du heute hast, die 2 Stunden lang geht, die einmal anhören, vielleicht ein bisschen nachbereiten, eine halbe Stunde. Und schon hast du doch einen guten Schritt geschafft. Und das ist doch alles, worum es geht. Na, also breche es in kleinere Schritte runter, wenn du solche Motivationslöcher hast, ganz egal, was es jetzt ist, ganz egal, ob es jetzt ein Frauenthema ist oder in anderen Themengebieten, breche es so klein herunter, mach es so lächerlich klein, dass du es nicht mehr nicht machen kannst.
Beispiel die eine Liegestütze und dann kannst du es machen und dann machst du es auch. Und von dieser einen Liegestütze entwickelt sich das eben weiter zu mehr Liegestützen, zu einer Stunde im Fitnesscenter, zu dreimal die Woche im Fitnesscenter und so weiter. Und das ist der Prozess, wie du aus Motivationslöchern rauskommst. Also für dich jetzt speziell, Dietrich, hier in diesem Fall, geh mal wirklich raus, fang das Frauen im Alltag kennenlernen Thema an. Das wird für dich wahrscheinlich besser funktionieren als der Club und als Online-Dating, denn das hat bisher nicht für dich funktioniert. Und wenn du nicht genau weißt, wie du damit anfangen sollst, dann habe ich dir eben so einen kleinen Schritt-für-Schritt-Plan gegeben, speziell für das Frauen auf der Straße ansprechen, den du benutzen kannst, um da mal so ein bisschen einzusteigen. Ich hoffe, das klärt deine Frage und ich hoffe, ich konnte dir jetzt als Zuschauer, der nicht Dietrich ist, auch ein bisschen Mehrwert liefern. Wie gesagt, wenn du mir eine Frage stellen willst, dann schreib mir die gerne an die E-Mail-Adresse im ersten Link. Und ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder. Schön, dass du dabei warst. Hier oben abonnierst du den Channel, drück auch auf die Glocke. Hier unten kannst du dich für ein Coaching bewerben und hier kommst du zu weiteren Videos mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin.